Eure Adresse ist auf Maps unter echt so eingespeichert. Kein Gerücht. Ich habe nachgeguckt und es gibt wirklich, also man findet eine Adresse unter echt so. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute endlich wieder ein neues Video hier auf echt so Gaming. So wie jeden Samstag ab sofort. Leute, richtig geil. Jeden Samstag kommen hier neue Videos. Mir frage ich euch mal auf Instagram nach Gerüchten, die ihr über mich gehört habt. Sie wahr oder falsch sind. Seht ihr jetzt. Ash, seine Freundin, existiert gar nicht. Leute, mir fällt gerade auf, Alter, gebt euch mal die Farbe in der Kamera. Ist ja ultra geil. Um aufs Gerücht einzugehen, würde ich mal sagen, die Freundin existiert auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was du dachtest, was das, also was die Person sein soll. Du warst seit 2 Jahren nicht mehr ohne Chrissy draußen. Ja, irgendwie ist da noch ein Funken Wahrheit drin. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich seit 2 Jahren gar nicht mehr draußen war ohne Chrissy. Immer mal wieder kommt es vor, dass ich auch alleine rausgehe. Drittes Gerücht, dass du Chrissy schon mal fremdgegangen bist. Nein. Einfach nein. Dass Chrissy schwanger ist. Und das muss ich sagen, finde ich ganz spannend, weil wenn ich sowas, wenn wir euch zum Beispiel Fragen stellen über uns oder so, oder jetzt auch Gerüchte, da kommt immer mindestens ein, zwei, drei, ob Chrissy denn schwanger ist. Und Leute, ich kann euch beruhigen. Sie ist schwanger? Nicht Spaß. Wenn es irgendwann mal soweit sein sollte, dann werdet ihr es auch früher oder später auf jeden Fall erfahren. Nächstes Gerücht. Dass du in Wahrheit Ash, seine Freundin, schon kanntest und mit ihr zusammen warst. ja, also nein. Nein, ich kannte sie nicht vorher. Und es wäre ein bisschen random, weil Leute, ich bin 18 und sie ist 13. Also ich schließe jetzt aber nicht aus, dass es potenziell. Also, nein, also, ich. Nächstes Gerücht ist, dass ich rauche. Auch falsch. Ich habe auch noch nie geraucht. Ich habe es auch nicht vor oder so. Könnt ihr gerne an der Stelle in die Kommentare reinschreiben, ob ihr raucht oder nicht. Ich kann es euch nicht empfehlen. Du warst am Anfang gegen ein Haustier, Schrägstrich gegen Leo. Und das ist echt richtig spannend, denn das ist wahr. Es ist wahr, dass ich am Anfang, wo das Ganze vor einem Jahr angefangen hat mit dem Haustier, ich war skeptisch. Also ich war ein bisschen skeptisch, vorsichtig. Hab vielleicht mir viel zu viele Gedanken drüber gemacht. Also was heißt vielleicht, hab mir zu viele Gedanken drüber gemacht. Und im Endeffekt habe ich mich doch noch überwunden und Chrissy gesagt so, yo, wir können jetzt endlich mal nach einem Haustier suchen. Ich bin im Endeffekt sehr froh über die Entscheidung. Es ist einfach was Schönes so. Ich weiß nicht, habt ihr Haustiere? Schreibt es gerne mal an der Stelle rein. Ich freue mich darüber und bin auf jeden Fall glücklich mit der Entscheidung. Nächstes Gerücht. Dass du adoptiert bist, schreibt jemand. Nicht, dass ich wüsste, könnte ich theoretisch eigentlich nochmal nachfragen. Aber ich bin mir eigentlich relativ sicher. Bzw. Leute, ich sehe doch meinen Eltern, also ich sehe meine Mutter, glaube ich, ähnlicher als mein Vater. Dass du voll nett bist und so gesprächig bist, wenn man dich trifft. Sagen, wenn man mich trifft oder so. Dann bin ich jetzt nicht so schüchtern und sag gar nichts, aber ich versuche halt immer so ein bisschen zu reden, aber manchmal fällt es auch vielleicht mir schwer zu reden. Ihr könnt einfach zu mir kommen, wenn ihr mich seht. Vielleicht entsteht ein nettes Gespräch, vielleicht ist es auch nur Hallo, Tschüss, wir werden sehen. Nächstes Gerücht, du kaufst dir bald ein eigenes Auto. Das ist falsch. Ich habe erstmal nicht vor, mir ein Auto zu holen. Das wird noch ein bisschen dauern, glaube ich, denke ich mal. Also, wir haben so vor, dass wenn Chris' Auto irgendwann vielleicht den Geist aufgibt oder einfach wie ein anderes Auto gerade, dann wird Zeit für ein neues Auto. Wann genau das ist, keine Ahnung, ist jetzt nicht geplant. Also für euch, irgendwann kommt ein neues Auto, nur wann. Das nächste Gerücht ist, dass ich meinen Führerschein nicht mehr habe. Gar nicht, das ist gar nicht falsch, Leute. Ich habe nicht mal meinen Führerschein. Ich habe noch dieses Papierding vom begleiteten Fahren. Das ist zum Glück noch 3 Monate gültig. Und in der Zwischenzeit dürfte ich irgendwann mal meinen Führerschein bekommen. So gesehen habe ich den richtigen Führerschein noch gar nicht da. Du bist damals mit Chrissy nur zusammengekommen, um Klicks zu machen. Liebst sie aber jetzt wirklich? Ey, ich weiß nicht, wie man darauf kommt. Stell dir mal vor, ich wäre vor 4 Jahren oder so einfach nur mit Chris zusammengekommen. Einfach nur, weil ich wusste, so, yo, ey, mit der mache ich ganz viele Videos so. Wäre komisch, oder? Außerdem war ich schon ein bisschen länger mit ihr zusammen, wo ich noch nicht mal YouTube mit ihr irgendwas gemacht habe. Das letzte Gerücht ist halt einfach, eure Adresse ist auf Maps unter echt so eingespeichert. Kein Gerücht. Ich habe nachgeguckt und es gibt wirklich, also man findet eine Adresse unter echt so. Echt so. Existiert hier in diesem Haus. Naja, also, und ich finde es witzig, dass hier ein Haus nach mir benannt wurde, beziehungsweise das angeblich unser Haus sein sollte. Aber ich denke mal, man sieht, das sieht nicht aus wie unser Haus. Von daher kann man nur sagen, es ist zwar wahr, dass das bei Maps zu finden ist, aber es ist nicht die richtige Adresse. Übrigens, witziger Fun Fact, es gibt auch den Tip-Tap-Tube-Weg. Das ist der Tip-Tap-Tube-Weg. Auf jeden Fall sehr chillig. Den gibt's wirklich. Und das waren tatsächlich auch schon alle Gerüchte. Falls ihr noch mehr habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Falls ich noch einen zweiten Teil machen soll, schreibt es auch gerne rein. Ich würde sagen, lasst gerne einen Daumen nach oben und vergesst nicht bei meinem Merch vorbeizuschauen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall nächsten Samstag wieder. Ich hoffe, ihr freut euch schon. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Max und ciao.